that you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Oh, oh, now I remember meeting you a dream, thinking that's the love of my life. Guten Morgen und herzlich willkommen aus Albufeira. Und die Sonne scheint. Aber wer weiß wie lange. Diese Nacht hat es wieder tierisch geregnet. Albufeira heißt bei den Mauren Albufeira, Burg am Meer. Und ist in der Mitte von der Südalgarve. Wir haben uns jetzt dafür... Hier ist es schon ein bisschen wärmer, ne? Definitiv. Gestern hatten wir 25 Grad, ne? Mhm. Auf dem Thermometer. Und, aber nachmittags fing es wieder an zu regnen. Und was haben wir heute für ein Datum? 18.11. Ja, ne? Richtig, 18.11. Genau, ich hatte heute Morgen auf den Kalender geguckt. Aber ich habe das Gefühl, dass es heute noch wärmer wird, ne? Das kann schon sein. Aber der Wind ist ziemlich stürmisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns halt dafür entschieden, die anderen Orte jetzt hinter uns zu lassen, weil das mit dem Wetter einfach total unbeständig ist. Und man kann auch nicht alles auf einmal sich anschauen. Man muss das ja auch alles verarbeiten, was man gesehen hat. Ne? Viel zu viel. Viel zu viel, ja. Ich glaube, das ist heute die 19. Station. Echt? Mhm. Ja, oh, Wahnsinn, ne? Aber wir sind jetzt mit dem Fahrrad unterwegs, war auch ganz easy von dem Stellplatz aus. Da haben wir gestern noch den letzten Platz ergattert. Ne? Ohne Strom? Ja, das ist ja aber nicht schlimm. Ohne Strom. Da gibt es eine Dusche, gibt es. 1 Euro kostet 5 Minuten. Und wir haben ohne Strom 10 Euro bezahlt und mit Strom wäre 12 Euro. Was? Das ist gar nichts. Es gibt auch einen Pool, der ist sogar noch geöffnet und hat warmes Wasser. Wir haben da mit einigen Leuten gesprochen, die bleiben da, die überwintern da. Ne? Wir werden aber auf jeden Fall weiterziehen. Aber hier bleiben wir jetzt erstmal ein paar Tage, weil, weil wir einfach das schöne Wetter jetzt ein bisschen genießen wollen, nach all dem Regen, den wir hatten. Und jetzt schwingen wir uns auf die Fahrräder und erkunden noch mal den Ort, ne? Alles. Das soll ja schön sein, ne? Soll. Soll. Das ja. Müssen wir jetzt testen, ne? Also, bis später dann. Ciao. Thank you.
war damit Kaffeezeit. Richtig. Pause. Ne? Der am Strand. In der Strandbar. Also den Kaffee haben wir uns jetzt verdient, oder? Definitiv. Da fehlt aber irgendwas. Nee, da fehlt gar nichts. Heute willst du aber auch jeden Sonnenstrahl ausnutzen, ne? Guten Morgen. Bon dia. Wir sind mal mit den Fahrrädern wieder unterwegs, weil das Wetter hält sich hier im Moment. Also es war eine gute Entscheidung, auf jeden Fall weiterzufahren, ne? Bisschen südlicher. Wir sind hier am Strand, an irgendeinem. Hier gibt es ja, ich weiß nicht wie viele Strände. Und hier alle gibt Strände. Es so Holzplanken, die den ganzen Strand entlang führen. Ich drehe mal gerade. Ja. Bon dia. Haben uns merkwürdig angeschaut. Aber hier sagt mal jeder guten Morgen, ne? Das stimmt, ja, das ist richtig. Die haben auch bestimmt gedacht, die reden mit sich selber. Ja, wir wollen einfach heute so eine kleine Radtour machen, mal gucken, wo es hingeht. Wir sind ziellos und einfach ein bisschen die Gegend genießen. Ne? Und erkunden. Auf jeden Fall. Und jetzt düsen wir weiter. Oder? Aber schön hier, ne? Herrlich. Ja, das wir ist, haben wenn eine schöne Ecke erwischt. Wenn das Wetter mitspielt, ja, ist es überall Fall. Schön. Ne? Mhm. Nur leider Gottes hatten wir ja bis dato so unbeständig das Wetter. Sehr unbeständig. Aber wir müssen es nehmen. Wird gut. Gut, wird gut. Richtig. Und jetzt auf die Räder. Wohin? Keine Ahnung, einfach den Planken entlang. Komm!
richtig schön. Oh ja, kann man aber glaube ich ganz schlecht sehen, oder? Guten Morgen, wir sind wieder mit den Fahrrädern unterwegs, ist schon noch relativ früh, 21:45, aber heute ist Sonntag, der 20. November. Jo. Und ist schon relativ voll, weil natürlich alle das Sönnchenbad genießen wollen. Ne? Aber der Steg hier, der ist ja ellenlang. Der ist genial, ne? Ja, toll. Schön. Weiter? Ja. Sind wir hier mitten in eine Schafherde gelandet, ne? Da sind ein paar Ziegen runter, ne? Der Esel hat sich bewegt gerade. Nein, hat er nicht. Haare richten. So, guten Morgen und Morgen. Herzlich willkommen. Wir haben Abofera verlassen. Wir müssen sagen, wir haben die 4 Tage Faulenzerleben genossen. Das Wetter hat auch mitgespielt. Ne? Also wir waren rundherum zufrieden, müssen wir sagen. Gestern hatten wir noch den Überraschungsbesuch von Thomas, Falter Vanlife. Müsst ihr auch mal drauf schauen. Der hat uns ganz überraschend besucht, weil er auf dem Campingplatz in Abofera war. Dann hatten wir den Tipp noch bekommen von Barbara und Alfred, auf diesen Stellplatz zu fahren. Vielen Dank dafür. Das war ja unser Plan A. Und wir hatten noch den Tipp von Maria und Erwin bekommen, auf dem anderen Stellplatz, Motorhome Park Falesia, zu fahren und dort eine Klippenwanderung zu machen. Also wäre Plan A voll gewesen. Hätte man natürlich Plan B gemacht. Jo. Danke nochmal für die Tipps. Und für uns geht es jetzt weiter nach Faro. Da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Aber erstmal sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, wie immer gerne einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ciao.